Herzlich willkommen zurück bei... Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Call of Duty Black Ops im Multiplayer. Heute auf der Map Firing Range mit dem Modus Hauptquartier. Und... ja, bin wieder da. Es gibt nichts Neues. Also... außer, dass das Hauptquartier jetzt hier steht. Gerade eben stand es da, aber egal. Ja, was soll ich erzählen? Autsch. Na komm. Na also. Bastardo. Dann spielen wir mal ein bisschen mit dem Kommando. Damit ihr es sonst schon nicht habt. Oh! Oh, ficken, 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 ah. Ja, du Arsch. Ja. Ach komm, ich hab dich doch gehört. Was kann ich erzählen? Okay, ich habe ein Thema. Eltern. Ne? Jeder hat sie. Oder fast jeder hat sie. Viele haben sie. Normalerweise hat man sie. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, also das klingt irgendwie wie ein Kommissar. Manche Kinder haben keine Eltern. Kennst du SOS Kinderdorf? Nö. Ja, so ein Scheiß, wisst ihr schon. Ja, Eltern. Also jeder in meinem Alter weiß, die stören. Also die können anstrengend sein. Jeder, der selbst ein Elternteil ist, der sagt... das liegt an der Pubertät. Kennst du sicher auch. Ist so der typische Standardsatz, ja, ist die Pubertät. Pubertät ist der Teil des Lebens, an dem die Eltern anfangen schwer zu werden, ist klar. Aber, naja, aus unserer Sicht gesehen ist es ja so. Also, Eltern, seht's mal so. Ja? Wir sind Teenager, wir laufen rum, auf der Straße, mit unseren Freunden, gehen irgendwo hin, gehen was essen, gehen was spielen, zocken, whatever. Und ihr stört. Ihr stört dabei. Ihr stört diesen Lebensfluss in uns, oder ihr stört den Spaß, sagen wir es einfach so. Mit euren Regeln und euren Vorschriften und bla bla bla. Ich meine, es ist klar, ihr macht das, weil ihr uns liebt und weil wir ja nicht irgendwelchen komischen Bettler oder so werden, oder irgendwelche Alkoholiker oder was auch immer. Aber, im Ernst, wie viele der Eltern, die solche komischen Vorschriften machen, waren früher anders? Also, ich weiß ja nicht. Ich habe ja das Glück, meine Eltern sind ja geschieden, mein Vater, also es ist ein normales Verhältnis, ich fahre auch immer zu meinem Vater zu besuchen, so, ja. Ist alles okay, aber naja, meine Mutter lässt mich halt mein Ding machen, mein Vater lässt mich auch mein Ding machen, also da habe ich zum Glück gute Eltern, nette Eltern, die auch etwas gelassener das Leben nehmen, also ja, aber viele Leute haben das nun mal nicht. Zum Beispiel COD hier. Wie vielen wird das verboten zu spielen von ihren Eltern? Das Spiel ist ab 18, das Spiel könnte dich aggressiv machen. Das Spiel ist nicht gut für dich. Das Spiel fördert deine Wutanfälle oder keine Ahnung was. Ja, das sind so Argumente der Eltern, die einfach nur, ja, die ich einfach nicht gutheißen kann. Ich meine, das Spiel macht Spaß und die Eltern wollen doch, dass wir uns vergnügen. Oder? Die wollen doch, dass wir ein schönes Leben haben. Im Normalfall. Also... naja, und wenn die jetzt hier meinen, dass sie unser Leben etwas schwerer machen sollen, indem sie uns einfach zum Beispiel dieses Spiel hier verbieten. Also beim Rauchen zum Beispiel, da kann ich es ja verstehen, wenn die Eltern meinen, ja, das ist, da wird man abhängig von, ja, das ist nicht gut für dich. Viele Leute sterben wegen dem Rauchen, wegen irgendwelchen Krankheiten oder so. Aber, ja, ich meine, ja, Zocken kann auch abhängig machen, das ist ja klar. Aber... da können ja die Eltern dafür sorgen, dass man nicht so viel spielt, dass man zum Beispiel eine Zeit festlegt, aber eine Stunde ist echt zu wenig. So.
Wenn man mal richtig was spielen will, da reicht eine Stunde nicht. Zumindest in meinem Fall nicht, sagen wir es so. Und da wurde ich getötet. Wenn jetzt die Eltern einem ein Spiel verbieten, weil es ab 18 ist, dann sollten die schon darauf achten, was das für ein Spiel ist. Ich meine, wenn es jetzt wie COD ist, so ein Ego-Shooter-Spiel, wo du einfach nur denkst, wo der Krieg simuliert wird, sozusagen. Da muss ich sagen, naja, also inwiefern beeinflusst mich jetzt dieses Spiel wirklich? Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie Probleme in der Schule habe und hier dann irgendwelche totalen Wutanfälle kriege und keine Ahnung, dann vielleicht, aber ich meine, wenn es jetzt so Spiele sind wie, keine Ahnung, zum Beispiel Killzone, wo du jetzt einem hier das Messer in die Augenhöhle steckst und ihm irgendwelche die Augäpfel rausziehst oder so, bei Nahkampfangriffen war das dort so, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Bei sowas, da kann ich es ja vielleicht verstehen, dass die Eltern meinen, ja, da kriegt mein Kind Albträume von oder keine Ahnung. Aber wieso? Ich meine, was soll das? Ich spiele das Spiel, es macht mir Spaß. Die Eltern sollen sich das Spiel einfach mal anschauen. Und ich meine, das ist ja immer recht unterschiedlich. Also manche werden ja mit 16 immer noch davon abgehalten, so ein Spiel zu kaufen hier. Andere wiederum, zum Beispiel ich, also ich habe ja Medal of Honor, European Assault war das erste Spiel ab 18, was ich gekriegt habe und meine Maus hat gehackt. Und das habe ich mit, glaube 8, 9 Jahren war das ungefähr. Da habe ich mal, da war ich bei meinem Freund, oder Freund, ja, keine Ahnung, irgendwie komplizierte Beziehung und habe bei dem, mit dem auf seiner GameCube das gespielt. Und ich fand das so geil und so toll. Ich musste das unbedingt haben, hab das meiner Mutter erzählt, hab gefragt, ob ich das Spiel denn haben kann, aber ja, sie hat auch erst gezögert, ja, weil das Spiel erst ab 18 ist und ja, aber sie hat es mir gekauft. Hat es mir geschadet? Nein. Ich bin aufs Gymnasium gegangen, ich bin schlauer Junge, ich regle meine Schule, ich schaff's. Warum glauben alle, dass dieses Spiel die Leute so beeinflusst, so Spiele, so? Ich meine jetzt, ob da so eine rote 18 drauf ist, was macht das schon? Also, ich weiß auch nicht. Andere wiederum, zum Beispiel der über mir wohnt, ist so ein kleiner Türke, der heißt Halil. Oh mein Gott, er ist Türke, hast du was gegen Türken? Nein, hab ich nicht. Und, ja, der hat, glaub mit 5 Jahren hat der auch also das gleiche Spiel gekriegt für seine GameCube, was wie gesagt ab 18 ist. Der ist aber auch entsprechend drauf. Also ich meine jetzt, naja, 5 ist vielleicht schon ein etwas frühes Alter und ich bin gerade echt scheiße, ich weiß. Ja, ihr meintet, ich soll weniger reden. Ja, ich habe das jetzt zu erzählen und ich erzähle das jetzt. Punkt. Ja, der hat es mit 5 Jahren gekriegt und wenn er da dann den ganzen Tag davor hängt und irgendwelche Menschen abballert, dann kann ich das verstehen, aber wenn man jetzt hier, also wenn der gesunde Menschenverstand vorhanden ist, dann weiß man, ja, das ist ein Spiel. Und in Wirklichkeit geht das nicht oder macht man das nicht. Oder werde ich das nie tun oder darf ich das nicht tun. Das ist der gesunde Menschenverstand, ja. Und die Eltern meinen irgendwie, dass wir den nicht haben. So als kleine Kinder. Und als große Kinder anscheinend auch nicht. Ich weiß nicht, also ich verstehe es echt nicht. So. Punkt. Aufruf an alle Eltern. Denkt zweimal nach. Redet mit euren Kindern darüber, über die Spiele, die sie spielen, warum die sie spielen wollen oder was an denen so toll ist. Zockt vielleicht mal eine Runde mit, was auch echt geil war. Ich habe ja eine Runde mal mit meinem Vater einmal Ferrari und einmal COD gezockt. Das war Hammer. Vor allem, weil mein Vater vorher noch nie ein Videospiel in der Hand hatte. Und das war einfach nur epic. Also, ich weiß nicht. Ja, einfach mal ein bisschen reden, Konversation, das hat bisher immer geholfen. Zumindest fast immer. Außer jetzt vielleicht im Krieg.
sollte man vielleicht nicht zu den Feinden rübergehen und irgendwie sagen, hey, Kaffee trinken ab zur Lust, das wäre vielleicht nicht so passend, aber ihr wisst, was ich meine. Na komm, du kommst jetzt sicher irgendwie hier raus. Okay, das war jetzt meine Ansage. Ich bin schlecht, ich weiß, oder so schlecht ist auch nicht, aber etwas schlecht. Ach, keine Ahnung. Oder die Grenze vom Schlechten zum sehr Schlechten, das weiß ich nicht. Es kommt immer auf seine eigenen Verhältnisse an. Und für meine Verhältnisse bin ich gerade sehr schlecht. Schuha! Das war lustig. Fuck yeah, bitch. Explosivpfeil in die Fresse. Nein, ich muss unter Dach, ich muss unter Dach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow! Oh, der hat mich jetzt, das hat mich jetzt erschreckt. Okay. Mit der MP5, glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht. Kennt ihr dieses Geräusch? Das ist mein Telefon. Und ich gehe nicht ran. Ich gehe nicht ran. Und falls ihr das andere Geräusch gehört habt, das war meine Mutter, die sich über das Telefon aufregt. Nur so. Die war ja gerade hinter mir im Zimmer und ich habe es gar nicht gemerkt, habe mich auch voll erschreckt, aber na ja. Das macht die beim Aufnehmen immer so. Da platzt sie einfach rein. Immerhin ist sie jetzt schon still im Gegensatz zu früher. Okay, ich glaube, das waren jetzt so circa 12 Minuten Aufnahme. Ungefähr. Hab meine Stoppuhr nicht mitlaufen, hab jetzt hier auf meinen Wecker ungefähr geschaut. Eine Map geht noch. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich das Thema wechseln, weil, naja. Eltern halt, ja, kann man sich seinen Teil dazu denken. Jetzt Radiation Hauptquartier wieder, also wieder Hauptquartier auf Radiation. Und ich glaube, ich brauche jetzt ein anderes Thema, kann es sein? Hm. Wie gesagt, ich schreibe mir keine Themenkarten, weil die Themenkarten dann bis zu meiner Aufnahme immer leer bleiben werden, das weiß ich ganz genau. Und, ja. Vielleicht kann ich ja noch so ein bisschen über mich, über meinen LP und so reden, keine Ahnung. Zum Beispiel, ich hatte vor, mit meinem Freund Felix, den ihr ja schon kennt aus dem Let's Show und anderen Sachen, vielleicht kennt ihr auch seinen Kanal. Mit dem wollte ich mein Let's Play Together machen, aber da wissen wir noch nicht, wann es kommt. Erstmal brauchen wir einen Server dafür, bei unser Alte, der ist ja völlig im Arsch. Mit so einem hässlichen Chunk-Fehler hat es den geschrottet, der geht dauernd down und das ist ätzend. Und okay, so viel Tolles, mega Cooles war da ja nicht drauf, also es war jetzt nicht so ein mega 100.000 Menschen Server. Wisst ihr, ihr habt ihn ja gesehen im Let's Show, wenn nicht, dann schaut euch dieses Let's Show sofort an. Naja, Spaß. Spaß, das war kein Spaß. Das war kein Spaß, Junge, dafür kriegst du jetzt auf die Fresse. Komm her. Kleine Bitch. Das ist nicht verdient hier. Auf einem Server zu spielen, auf dem ich auch spiele, das hast du nicht verdient. Okay. Ich bin jetzt etwas stiller gerade, weil ich muss hören, wenn hier jemand kommt. Ja, zum Beispiel der da. Na, damit hast du nicht gerechnet. Echt nett. Ja, Ironie. Hatten wir ja schon alles. Ja, ich wollte mit dir mal Let's Play Together machen. Das wird auch irgendwann kommen, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Aber ich weiß noch nicht, wann. Dann zum... zum Battlefield Multiplayer. Ich werde den allerersten Teil, den ich vom Battlefield Online spielen werde, werde ich hochladen. Weil das ist ein Erlebnis, das ist... ja... das ist so wow. Und
Ich habe bisher noch keinen Multiplayer gespielt, weil ich bisher bloß den Singleplayer spielen kann. Aus Gründen, die ich euch jetzt nicht erläutern werde. Und... Nein, still... Oh. Na, ist der Max tot. Macht Max so keinen Spaß, wenn er stirbt. Krieg ist böse, Kinder. Beim Krieg stirbt man. Lasst euch das alle in Ehre sein. So, jetzt habe ich allen Leuten, die dieses LP schauen, beigebracht, dass Krieg böse ist. Und zwar ohne ihnen irgendein Kriegsspiel zu verbieten. Ist das nicht schön? Oder wenn ihr mich jetzt hier zuschaut beim Let's Play, macht euch das aggressiv, wenn ihr mir zuschaut? Weil dieses Spiel ist ab 18, hallo, ich töte hier Menschen. Wenn ich mal vorstelle, hier meine Stahlkugeln, meine Bleikugeln fressen sich dadurch in den Körper meiner Gegner, hier durch ihre Eingeweide. Oh, Entschuldigung. Durch ihre Eingeweide zerschlagen Gehirn, da platzt dann drin die Leber oder die Blase und die sterben dann an Blutvergiftung, weil der ganze Urin ins Blut kommt und was weiß ich alles. Das kann doch leicht verstörend sein. Kann sich drüber gestritten werden. Erschreckt mich nicht immer so. Lass das. Ja, der kommt jetzt von hier. Schöner, schlauer Kant. Jetzt muss ich aber hier weg. Nee, da gehe ich nicht hoch. Das ist dumm. Komm. Ach, komm schon. Hätte er keinen Headshot gemacht. Ja, okay, das... Ja, naja. Naja. Ich höre so an der Stimme, dass wir die Spessners sind, glaube ich. Oder? Kann ich gerade hinlegen? Ja, wir sind die Spessners. Das höre ich schon an diese Husky-Stimme. Und ich habe auch nichts gegen Russen oder ihren Akzent. Mir ist es aufgefallen, okay? Dankeschön, YouTube. So. Oh, da ist er verschwunden, naja. Hey, hey, hey. Nein, oh, komm schon. Sei nicht so hart zu mir. Scheiß Leben. Ja. So, was gab's denn noch? Ich wollte mal so ein kleines Let's Play zwischendurch machen, weil immer nur Multiplayer ist irgendwie auf Dauer irgendwie immer das Gleiche und bei Minecraft, ja, gibt's ja viele Leute, die Minecraft nicht mögen, deswegen wollte ich so ein kleines LP zwischendurch machen. Und zwar mal den Singleplayer und da habe ich... Ich habe ja nicht so viele Spiele. Wie gesagt, ja, meine Eltern sind geschieden, ich habe nicht so viel Geld, ich bin kein reicher Mensch. Ich kann mir nicht alles leisten. Und... Ja, deswegen habe ich jetzt nicht so groß... Hallo? Na? Ist spannend? Oh, you failed. Naja. Also ich kann mir nicht alles leisten. Ich habe jetzt an den Spielen, die ich noch auf dem PC habe, die ich noch da habe, hätte ich zur Auswahl Terminator Salvation, habe ich hier auf PC rumliegen. Dann noch Avatar das Spiel. Also jetzt hier den blauen Menschen da. Den komischen. Nicht der mit dem Pfeil auf dem Kopf. Dann noch Lego Star Wars. Lego Star Wars 3 und Lego Star Wars Clone Wars habe ich auch beide hier rumfliegen. Warum weiß ich nicht, aber die sind halt hier. Und ich hatte noch irgendeins, aber mir kommt es gerade nicht in den Sinn. Hatte ich noch zur Auswahl. Naja, wenn es mir wieder einfällt, dann sage ich es euch. Vielleicht... Ja, Counter-Strike ist auch Multiplayer bloß, naja. Ansonsten... Vielleicht Anno, aber... Da weiß ich gar nicht, ob das auf diesem PC jetzt überhaupt läuft. Keine Ahnung. Naja, müsst ihr mir halt sagen, für wen ihr euch da entscheidet. Oder ob ich mal so ein kleines... Online-Free-Game irgendwie machen, so ein kleines... Minigame irgendwie, keine Ahnung, so auf Spieleaffe.de oder whatever. Müsst ihr mir alles sagen, ich bin ja nur euer Handlanger. Der Handlanger, der sich in scheiß Arbeit macht, weil irgendwie Vegas Pro nicht funktionieren will und der seine Videos nicht mehr rendern konnte.
Das war schon scheiße. Und ich hatte die ganzen Videos, also die Projekte, alle gespeichert für Vegas Pro. Und dann waren die alle nutzlos und ich musste die alle nochmal speichern und nochmal zusammenschneiden. Weil Vegas Pro nicht mehr funktioniert. Ich kann es doppelklicken, ich kann es öffnen, aber dann kommt nur der blaue Ladekreis und ansonsten passiert da nicht viel. Ja, hab's nochmal deinstalliert, wollte es dann nochmal installieren, was dann auch nicht ging. Und jetzt musste ich eben auf ein anderes Programm überspringen, weshalb ich nicht weiß, wie die neuen Folgen denn so sind. Habe ich jetzt noch nicht so geschaut. Wie gesagt, hab mir jetzt auf ein anderes Programm umstellen müssen, so eine Notlösung. Habe ich jetzt Camtasia Studio 7, habe ich jetzt erstmal die Testversion genommen. Falls ich es mir irgendwie so holen werde, muss ich halt noch schauen, aber ich wollte jetzt erstmal testen. Und es ist eigentlich ganz gut so vom Aufbau her. Ich weiß natürlich bisher noch nicht, wie die Videos sind, was eigentlich der Hauptteil ist, aber so vom Aufbau her sind sie eigentlich ganz gut. Sind sie ganz gut, wieso sage ich sie, wenn es ein Programm ist. Naja, egal. Scheiß auf Grammatik! Grundzeit gegen Akta. Kann ich immer wieder sagen, Akta ist schlimm. Hahaha. Wie sind wir denn eigentlich? 17, 13. Naja. Naja. Nicht so der Bringer. Oh, tote Menschen. Ich sehe tote Menschen. Mama, mach, dass sie weggehen. Na, dann kommt die böse Mama und nimmst du einen Monitor aus. Nein. So doch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich hier für eine Scheiße laufe. Also ich hab echt... Ich hab mal wieder so eine... Keine Ahnung, so eine... Ich weiß nicht, meine unkreativen 5 Minuten, ich weiß auch nicht. Naja. Oh, ich Vorräte. Vorräte, ich liebe Vorräte. Vorräte sind immer so ein Gewinnspiel, in dem ich irgendwie immer verliere, aber... Das ist... Nein! Nein! Ich hab gerade gemerkt, dass da ein feindliches Luftgeschütz steht, was zum Glück abgeschossen wurde. Aber, okay, ist eh Konterflugzeug, aber trotzdem. Es geht ums Prinzip! Und ihr habt jetzt meine Vorräte, blau. Naja, ich hab ja meine Revolver und dann werde ich euch meinen Revolverlauf mal in den Arsch stecken und dann mal genüsslich abdrücken. Dass euch euer Darmäußeres zu den Ohren rausschießt oben und dann... Hab ich meine Wut allgemein abgebaut. Weil als Gamer und als Ego-Shooter-Spieler habe ich ja einen riesen Vorrat an Wut bisher angesammelt. Was durch das Spielen von schöneren Spielen wie zum Beispiel Minecraft nicht passieren würde. Ja, Eltern, ja, so denkt ihr, gell? Aber nein, so ist das Leben nicht. Seht das echte Leben, das Leben ist anders. Und ich falle irgendwie auch dauernd auf dieses Thema zurück. Fällt mir auf. Und ich bin jetzt 24 Minuten in der Aufnahme, fällt mir auch gerade auf. Und wir sind am Verlieren, was mir auch auffällt. Mir fallen gerade so viele Dinge ein, das sind super. Zum Beispiel den Affen, den er gerade hinten auf seiner Waffe drauf hatte. So als Waffenemblem. Wer ihn gesehen hat, schön, du hast aufgepasst. Wer ihn nicht gesehen hat, du hast nichts verpasst. Na komm, komm, na. Ich bin gerade wieder so hippelig, fällt mir ein. Fällt mir ein, auf, keine Ahnung. Ein fällt's mir nicht, weil ich sie vorher nicht wusste. Ach, scheiß deutsche Sprache. Ui. Na komm. Jetzt bin ich einfach mal so fies und camp hier. Na, du holst, ich bewach dich. Ist ja für unser Team hier. Teamplay. Hab ich bei Battlefield gelernt, ja, Teamplay besonders wichtig. Ich meine, bei COD geht's immer bloß, um die Quote. Das ist immer die Quote das Wichtigste. Bei MW1, MW2, MW3, Black Ops, World at War, da ist immer die Quote am wichtigsten. Bei Battlefield geht's ja eigentlich, ouch. Bei Battlefield geht's ja eigentlich um das Team, weil es ein Teamspiel ist. Oh. Okay, FIFA ist jetzt auch ein Teamspiel, ne, Fußball und so, aber naja.
Da laufen sie auch oft einzeln durch und dann schießen sie daneben und dann, oh. Naja. Das Level müsste eigentlich bald vorbei sein, glaube ich. Geh weg. Gehst du weg. Gehst du weg. Oh. Pfui. Ach ja, stimmt, ich habe die Stöder. Was will ich denn hier? Die Stöder hat er gar nicht. Okay. Bui. Geh kaputt. Feuerwerk. Ansonsten anstehen tut bei mir eigentlich gar nichts. Also nichts Wichtiges, irgendwie Urlaub oder wegfahren oder keine Videos mehr hochladen können oder ist gar nichts. Nichts Besonderes. Ja, was ich so vorhab, habe ich ja schon gesagt. Vegas Pro im Arsch habe ich schon gesagt. Scheiß Eltern habe ich schon gesagt. Was gibt's denn noch so? Worüber kann man denn bei COD so alles reden? Bestimmt so Politikdiskussion, während man irgendwelchen Ausländern den Schädel wegballert. Es kommt immer gut. So, sich wegen Rassentrennung aufregen und dann, keine Ahnung, bei MW3, ich weiß nicht, durch Afrika laufen und alle Neger, die da rumlaufen, wegsnipern, das ist keine Ahnung, was ich hier rede. Aber ich muss ja so die letzten paar Minuten noch füllen. Eine Minute geht's ja noch, das schaffe ich doch noch irgendwie. Und wenn ich jetzt hier die Minute runterzähle oder sterbe, das geht natürlich auch immer. Ja, ist ja schön, dass du mir so viel... Wow. Jo, wo ist er? Ist er tot? Ist er tot? Er ist tot. Naja. Naja. Die Schuhe 2, ja, die kann ich doch mal runterholen. So. Ich weiß nicht, ich bin gerade ganz schön armselig auf der Suche nach irgendeinem Thema oder was ich sagen kann. Aber ich bin gerade blank, also. Naja, Battlefield Multiplayer wird wahrscheinlich so gegen, weiß nicht, zwischen 8. und 10. März wird es irgendwann so dann losgehen damit wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ich kann nichts versprechen. Ich kann nichts versprechen. Aber so ungefähr. So 32, 23, zweitbeste, das ist gar nicht so schlecht, wieso? Und ja, ich beende den Part hier. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr irgendwie eure eigene Meinung zu Spielen ab 18 oder euren Eltern oder Battlefield oder COD habt, keine Ahnung, schreibt's doch einfach in die Kommentare. Schreibt einfach irgendwas in die Kommentare, ist mir auch egal. Hauptsache ich habe Kommentare, die ich lesen kann, wo ich mich freue. Das würde mich nämlich sehr freuen. Haha. Ja, danke, dass ihr wieder mal dabei wart. Hat mir Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.